Der irische Gesundheitsdienst ist Ziel eines Cyberangriffs geworden. Man habe die eigenen IT-Systeme nach einem signifikanten Ransomware-Angriff vorsorglich heruntergefahren, so der Gesundheitsdienst auf Twitter. Corona-Impfungen seien nicht von dem Ausfall betroffen. Sie sollten wie geplant stattfinden. Man werde die Lage weiter prüfen, hieß es. Wer hinter dem Angriff steckte, war zunächst unklar. Ein Krankenhaus in Dublin musste wegen des Angriffs die meisten Routinetermine zunächst absagen. Es ist der zweite derartige Angriff auf ein wichtiges nationales Computernetzwerk in den letzten Tagen. Auch die größte Kraftstoffpipeline der USA wurde von Ransomware-Hackern heimgesucht. Die Unterbrechung der Colonial Pipeline führte zu langen Warteschlangen an Tankstellen wegen Verteilungsproblemen und Panikkäufen. Die Versorgung an tausenden Tankstellen war unterbrochen. Die Pipeline zwischen dem Golf von Mexiko und dem Süden und Osten der USA ist mit 2,5 Millionen Barrel Durchsatz pro Tag die größte der USA und beliefert gut 50 Millionen US-Bürger. Colonial zahlte für die Freisetzung seiner blockierten Daten laut Medien rund 5 Millionen Dollar.